So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ihr seht schon auch, wir haben gestern noch ganz entspannt den goldenen Lara Croft Skin freigeschaltet. War ganz lustig, denn ich habe ihn halt auf andere Wege bekommen. Aber guckt einfach nochmal den letzten Livestream nach. Das passiert, glaube ich, ziemlich schnell. Ich glaube, in der zweiten Runde habe ich den Skin schon bekommen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen, sondern um den Item Shop. Wir gehen auch direkt rein. Und ihr seht schon, Aura Skin ist da. Zusammen im kompletten Paket. Insgesamt kostet das aber 2000 V-Bucks, das weiß ich. So, dafür bekommen wir einmal Aura, einmal die Pickaxe und dann in die seltene Lackierung hier. Ich sage, heute ist so viel selten drin. Aber ich sage mal für eins, ja gut, was, warte mal, für 2000. Mich kostet das Ganze aber jetzt nur 1,2, weil ich das Emote schon habe. Ey, das Emote kostet doch nur 200, oder nicht? Weil beim anderen YouTuber sah es nämlich anders aus, da sollte es 2000 kosten, keine Ahnung. So, dann haben wir die Kuschelbeauftragte drin, genauso wie ich es gestern schon vorher gesagt habe, wegen dem Ladebildschirm. Mit passendem Rückenaccessoire, die gute alte Schleife. Dann Kuschel Airlines, Kuschelkrallen und die Kuscheltarnung. Da sah ich immer wieder, die gefällt mir eigentlich richtig gut. Erinnert mich so ein bisschen an die alte Cargohose von meiner Frau. Dann die Bear Force One, den Kleider. Ja, ist schon nice, ist auch schon sehr, sehr alt. So, des Weiteren haben wir drin Wildcard. Aber klar, dass die wieder reinkommen. Gestern habe ich noch gesagt, ja, der Skin ist bestimmt schon selten. Und zack, ist er wieder da. Aber immer nur der Stil ändert sich halt wirklich immer nur der Kopf. Ob es halt ein Karo ist, ein Kreuz, ne, hier ist das Kreuz, ein Pik oder ein Herz ist. Also sonst ändert sich an dem Skin eigentlich so gut wie gar nichts. Ne, hinten im Rücken ändert sich auch nichts, da haben wir nämlich den Koffer. So, dann haben wir die Katastrophe. Ja, doch, so heißt die Katastrophe. Leckt mir am Besen. So, der Skin war auch schon ewig nicht mehr drin. Aber, ja, kann man sich gönnen. Ja, ist auf jeden Fall okay. Dann Fraktalpunkt war auch anscheinend lange nicht mehr drin. Habe ich mir damals nicht geholt, obwohl ich den Skin habe, meine ich. Ich hätte nicht ganz irre, da gehört der dazu. So, dann haben wir die Schockschläger. Es sind keine Laserschwerter, es sind Schockschläger. Das ist ein Unterschied. Aber die sehen schon nice aus. Zu den Star Wars Sachen, da wo ja alle drauf warten, die angeblich kommen sollen, sieht's gut aus. Dann hast du Emote Poo und am Wasser gebaut. So, was haben wir sonst noch drin? Batman-Paket natürlich noch drin, aber irgendwie ist hier was untergegangen. Da sagt er, ich habe da was übersprungen. Dann Funky Kommandos, nämlich auch wieder zurück nach langer, 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 langer Zeit. Ihr seht ja schon, Season X. Ne, Season 1. Nicht Season X. Immer? Season 1? Ach, der wurde Season CX eingeführt. Wollte ich gerade sagen, bist du noch älter. So, dann haben wir noch die weibliche Variante davon. Natürlich auch mit dem passenden Rückenaccessoire. Ich sage, ich mag diese Kugel nicht. Das sieht immer aus, als wäre das hinten aufgeklebt. Dann natürlich noch die Pickaxe dazu. Und der Hai ist auch wieder zurück. Den sieht man aber komischerweise doch relativ selten. Aber könnte vielleicht schauen liegen, dass er mal gerade 2000 V-Bucks kostet. Dann die High Pickaxe. Dann Laserweißer. Die Kommando hatten wir ja gerade schon. So, des Weiteren haben wir halt, wie gesagt, Batman-Paketen immer noch komplett drin. Ritter der Runden Tafel noch drin. Ein Doppelagenten-Paket auch komplett noch drin. Letzter Lara-Paket haben wir ja schon gesagt. Gehört inzwischen zum alten Shop, ist ganz normal. Dann das Group-Paket, auch klar. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Aber wir gucken nochmal gerade. V-Bucks-Missionen heute leider auch keine. Also heute in Rette die Welt wieder nur 50 V-Bucks zu holen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Tag und haut rein.